Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Tutorial von mir, wie ich euch gerne zeigen möchte, wie ihr in einer vorhandenen Jacke, wo noch keine Taschen drin sind, ein paar Taschen wunderschön einarbeiten könnt. Ihr könnt euch erinnern, es ist ja erst vor 2-3 Tagen gewesen, dass ich euch eine Variante gezeigt habe. Und da hatte ich ja einen Taschenbeutel zugeschnitten, der ähnlich in der Größe war wie dieser hier. Nun habe ich mir hier wieder einen Taschenbeutel geschnitten, denn ich möchte hier so zwei Taschen einarbeiten mit dem wirklich schönen großen Taschenbeutel. Mit anderen Worten, dass man auch wirklich etwas hineintun kann. Denn was nützt mir eine Tasche, wenn nichts reinpasst und mir alles rausfällt? Ja, und da habe ich mir jetzt zuerst passend, das wird man später nicht sehen, weil ich logischerweise wieder mal keinen original passenden Stoff hier zu diesem Vlies habe. Aber das macht nichts. Ich habe hier einen wunderschönen Kontrast gewählt. Habe mir also ein paar dieser Taschenbeutel geschnitten und habe auf diesen Taschenbeutel mir einen Beleg, einen Spiegel quasi drauf genäht, in der Breite von 10 cm. Und natürlich der gesamten Länge dieser Tasche, die hier reinkommt. Und habe dann, weil ich nur einen Taschenbeutel für diese Tasche brauche, habe ich einmal rundherum das Ganze mit einem Baumwollschrägband eingefasst. Das ist die Vorarbeit, die man zuerst machen muss. Die Position habe ich mir aufgrund dessen, wie ich die Schablone für den Taschenbeutel gemacht habe, schon ausgewählt. Und habe euch das schon genauso hingelegt. Wie bei dem letzten Video werde ich auch hier diesen Taschenbeutel so unternähen, dass ich wiederum genau durch meine Saumnaht durchnähen werde. Und so werden die hinkommen. Nun, was brauche ich ansonsten noch? Ich brauche etwas, um mein Loch für den Tascheneingriff ausstürzen zu können. Und da habe ich mir zwei Streifen geschnitten, die ich mit einer Flisseline schon aufgebügelt habe, in 20 cm Länge und in 6 cm Breite. 20 cm Länge aus dem Grund, weil mein Tascheneingriff 16 cm lang sein wird. Nun konzentrieren wir uns auf eine Tasche zuerst, logischerweise. Nehme ich diesen Streifen, den vorbereiteten, und lege ihn mir jetzt mal hier provisorisch ziemlich weit hier oben an, so einen Zentimeter von der oberen Kante. Denn ich will ja den Eingriff hier nicht mittig machen, sondern weiter oben. Denn je weiter ich den nach oben mache, desto mehr Taschenbeutel habe ich. Ist ja logisch. Wenn ich den hier unten hin mache, den Eingriff, dann brauche ich das da oben ja gar nicht. Das muss man also gleich zu Anfang bedenken. Der Eingriff soll ungefähr hier hinkommen. Und dadurch, dass ich keine Leiste machen werde, wie bei dem letzten Video, da habe ich ja mit einer Leiste gearbeitet. Nein, wir werden ein Kontrastloch quasi, eine Öffnung haben. Habe ich mir eine Schablone vorbereitet in 16 cm Länge und hier an den Enden jeweils 1,5 cm, wobei ich in der Mitte auf knappe 2,5 gekommen bin, weil ich möchte, dass mein Eingriff nach vorne hin so eine leichte Rundung bekommt. Nämlich genau in dieser Position, so wie ich es jetzt hier aufliegen habe, so möchte ich mir das vornähen. Das heißt, ich muss mir das mal gerade wegnehmen, leg mir das nochmal hin, überprüfe nochmal, ob das auch wirklich so liegt, wie ich das möchte. Hier liegt die Schablone mittig, aber hier brauche ich nur so einen guten Zentimeter oder 1,5. Und dann kann man nochmal schön nachmessen, dass man wirklich gleichmäßig jetzt hier parallel zu dieser Kante verläuft. Und dann geht man ganz genau mit dieser Vorarbeit so an die Nähmaschine. Das kann ich mir auch noch gleich vorarbeiten, beziehungsweise genau in Position bringen bei der anderen Tasche, damit ich gar nicht nochmal extra von der Nähmaschine aufstehen muss. Steckt euch also genau in dieser Position 2-3 Nadeln rein, damit euch das nicht verrutscht. Nun legt ihr diese Schablone
die übrigens bei euch keine Rundung haben muss. Die kann natürlich auch gerade gezeichnet sein, aber dann würde ich sagen, auf alle Fälle eine Breite von 1,5 cm, wenn es dann eine komplette Gerade, also eine gerade Leiste werden soll. Nun schaue ich hier oben und da unten, dass ich ungefähr oben und unten den gleichen Abstand habe. So genau kommt das nicht drauf an, denn wir haben ja gesagt, die ist 16 und mein Streifen hier, mein Beleg, ist 20 cm lang. Und da fange ich irgendwo da in dem oberen Bereich an. Ich nähe auch nicht vorn zurück, weil ich später um die Ecke rumkomme und da noch ein paar Stiche drüber nähe. Also nähen wir schön hier an dieser Kante entlang, genau an der Schablone, hören direkt am Ende der Schablone auf und in dieser Position können wir auch schon alle Nadeln wieder rausziehen, damit wir uns die Hände nicht aufreißen. Und falls die Schablone jetzt verrutscht ist, das ist überhaupt kein Problem, dann legen wir die einfach nochmal in diese Position an der Naht entlang, die wir gerade genäht haben und nähen nur hier einmal schräg rüber an der Schablone wiederum entlang und justieren sie auch hier wieder komplett so, wie wir genäht haben. Nähen nun die Gerade einmal hoch bis zu unserem Ende der Schablone, drehen hier rum und ihr seht, das ist ganz egal, falls die mal verrutscht, das ist nicht so wichtig. Ihr könnt euch natürlich unten drunter ein ganz feines Schmirgelpapier dran machen, dann verrutscht das gar nicht. Aber dadurch, dass ich mit so viel Schablonen arbeite und da ist mir das zu viel Mühe, weil ich immer wieder neue mache, da jedes Mal etwas drunter zu machen. So, jetzt seht ihr, wir haben hier die Gerade, das ist die Seitennaht und wir haben diese leichte Rundung nach vorne. Das heißt, jetzt können wir diese Tasche schon aufschneiden. Und das kennt ihr ja von mir, einmal mittig aufgeschnitten. Und dann hier schön in die Ecken reinschneiden, genau da bis auf den letzten Stich zu. Und das gleiche machen wir hier. Und wir gehen zum anderen Seite der Tasche hin, denn da haben wir ja die gleichen Ecken, die wir wieder einschneiden müssen. Also schneide ich auch die ein. Und nun lege ich mir einfach mal diese Kante um und ich brauche da auch gar nicht vorn zurücknehmen, sondern ich will mir die hier nur einmal gegensteppen, nämlich ihr seht, die Naht liegt zum Loch hinzu. Das hat jetzt keine Funktion, außer dass es mir mein Weiterarbeiten wesentlich erleichtert. Das seht ihr jetzt auch gleich. Und macht das gleiche auch auf dieser Seite, einfach hier schön alles zu dieser Naht hingezogen und bis zu dem letzten Stich ungefähr einmal durchgenäht. Denn wenn ich mir das jetzt rumdrehe, bleibt mir diese Öffnung fast schon so in Position liegen, als hätte ich die gebügelt. Schaut, wie schön das da schon da liegt. Und nun werde ich mir diese vordere Kante, diese leichte Rundung, die ich da habe, in einer Breite von ca. 8 mm, sage ich mal, einmal absteppen. Und zwar ab der Höhe, wie da meine Ecke ist. Und dann nähe ich auch ruhig vorn zurück und nehme mir diese Rundung schön aus hier. Auch das kann man, falls ihr jetzt merkt, das schiebt euch, dann könntet ihr auch wiederum die Schablone beilegen, die ihr sowieso habt. Das ist zwar jetzt nicht die Rundung, weil dann müsste ich es ja so hinlegen. Dann hätte ich von der anderen Seite steppen müssen, wäre auch gegangen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht. Ich habe es jetzt so liegen gehabt und deshalb zeige ich euch das auch so weiter. So, dass jetzt diese leichte Rundung dieser vorderen Kante festgehalten ist und gleichzeitig mir auch hier wirklich meine Naht runtergehalten wird und quasi schon fertig ist. Und wenn ich diese Stepptour gemacht habe, nehme ich mir das Teil und schneide mir gerade mal diese Kante einmal mit der Zickzackschere schön ab. Warum ich das nicht extra rumschlagen möchte, ist,
weil es mir nicht zu dick werden soll bei diesem Eingriff. Aber jetzt hier mit dem Material und vor allen Dingen mit der Flisselineinlage ist das wunderbar gehalten und wird mir auch aufgrund dessen, dass ich das mit der Zickzackschere abgeschnitten habe, nicht mehr zusätzlich ausfransen. Aber dadurch, dass ich da jetzt noch so gute 5-6 mm stehen habe, setze ich hier jetzt noch eine 5 mm Naht, Steppnaht nochmal neben diese, die ich eben gemacht habe. Und dann liegt mir dieser Beleg wirklich auf der linken Seite schön flach da. Könnt ihr jetzt sehen, bin ich hier genau an diesen Zacken quasi entlang gekommen. So. Und jetzt sind wir fast schon fertig mit der Tasche, denn jetzt nehmen wir unseren vorgefertigten Taschenbeutel und legen den einmal auf. Und zwar so, wie wir es unten geplant haben, am Saum. Und genau natürlich, wie wir es auch nach vorne hin geplant haben. Und jetzt greife ich hier einmal rein und nehme mir diese Naht, die ich ja hier noch frei liegen habe. Und die läuft ja wirklich ganz genau parallel zu meiner Kante. Das konnte man ja bei dem Zuschnitt vorab sehen. Und da nähe ich mir jetzt ganz genau auf meiner Naht, jetzt hier auf meinen Beleg, diese hintere Naht quasi fest. Wir schauen ruhig mal unten drunter. Ich glaube, dann seht ihr das noch besser. Jetzt liegt hier mein Taschenbeutel mit dem Beleg. Und diese Tasche drehe ich jetzt quasi, lege ich einfach flach da drauf. Schau mal, dass ich hier eine gleiche Breite habe. Das ist vielleicht noch wichtig, dass man das nachmisst. Das sind knappe 2,5, ganz genau. Das liegt genau so, wie ich das gerne hätte. Und nehme es auf der Naht einmal fest, sodass, wenn ich das jetzt so rumdrehe, meine Naht hier schon mal so ausschaut. Meine Tasche sieht jetzt mit diesem Kontrast hier schon so aus. Genau, das gefällt mir schon sehr gut. Ihr könnt hier die leichte Rundung sehen, hier die gerade und so weiter. So drehe ich das jetzt zurück, damit ich wiederum meinen Taschenbeutel hier sehe. Es ist natürlich blöd, wenn man die ganze Jacke da liegen hat. Und dann empfehle ich, so anzufangen zu nähen, dass wir hier oben an dieser Ecke annähen. Denn das ist uns ja jetzt gehalten, was schon sehr gut ist. Also nähe ich hier direkt in meiner Naht von dem Schrägband annähen. Einmal runter. Und jetzt kann ich mir das Ganze nochmal schön zurechtstreichen, ruhig nochmal nachmessen. Und ihr könnt euch jetzt natürlich gerne eure Stecknadeln reinstecken, wenn ihr das wünscht. Aber eigentlich bei so einem Fließmaterial bleibt das ja so wunderschön liegen, dass man da eigentlich gar keine Arbeit mit hat. Die einzige Arbeit, die ich hier momentan habe, ist, dass ich versuchen möchte, euch nicht das Material vor die Nase zu legen. Denn hier ist nicht so viel Material, dadurch, dass es eine ganze Jacke ist. Das ist nicht gerade das Allerschönste. Und jetzt haben wir nur noch einen einzigen kleinen Arbeitsgang zu machen, den man nicht machen muss, aber ich empfehle das auf alle Fälle, denn wir möchten ja nicht, dass die Taschen ausreißen. Ihr seht, jetzt ist hier unsere Tasche so sichtbar, aber diese Ecken sind noch nicht gut gehalten. Das könnte man so lassen im Grunde, aber auf alle Fälle muss ein Riegel da drauf. Aber ihr könnt natürlich auch nochmal zusätzlich da hochnähen. Das ist jetzt wieder jedem selbst überlassen, was einem besser gefällt. Aber ich werde jetzt hier auf alle Fälle rechts und links jetzt hier einen Riegel draufsetzen. Das ist mir ganz wichtig. Das könnt ihr auch mit einem kleinen Zickzackstich zum Beispiel machen. Dann sind die Ecken noch besser gehalten. Grundsätzlich bei Taschen macht man das manchmal, wenn die in einer gefährlichen Position sind. Und damit ist schon die ganze Kunst, diese Tasche
hier reinzuarbeiten, fertig. Ihr seht, hier ist jetzt alles sauber innen drin. Und wenn wir das rumdrehen, dann schaut das hier genauso sauber aus. Aber ich mache jetzt gerade die zweite Seite noch und dann zeige ich euch das Gesamtergebnis. Und so schauen wir uns nun das Gesamtergebnis an. So schaut das Ganze von links aus. Ihr seht, da ist nirgendwo irgendeine Schnittkante, die sichtbar wäre. Dann machen wir das Ganze mal zu und schauen uns die Taschen von außen an und schauen auch mal in eine Tasche rein. So schaut das Ganze jetzt aus mit dieser leichten Rundung hier, wie gesagt. Ich finde, das macht ein bisschen was her. Und dadurch, dass wir hier diesen dunklen Reißverschluss haben, mit diesen Tascheneingriffen jetzt auch in dunkel, denke ich, wird niemand denken, die sind im Nachhinein reingemacht worden und man hatte keine schönen passenden Stoffe dazu. Also das harmoniert auf alle Fälle alles. Und wie gesagt, egal wie ihr reinschaut, es hat alles wirklich seinen Zweck. Und vor allen Dingen, sie gehen jetzt bis unten hin und wir haben das wirklich komplett ausgenutzt, dass wir da schöne große Taschen jetzt haben. Ja, meine Lieben, damit bin ich schon wieder am Ende des heutigen Videos. Und ich habe mich sehr gefreut, dass einigen von Ihnen dieser Vorschlag gefallen hat, schon von dem ersten Video her. Hier, das war jetzt die zweite Variante. Und ich glaube, ich habe noch irgendwo eine Jacke von mir, so eine Fließjacke, wo ich auch keine Taschen drin habe. Mal gucken, vielleicht überlege ich mir da noch eine andere Variante. Und wenn mir das gelingen sollte, eine zu finden, eine Idee zu haben, dann zeige ich euch das natürlich ganz genauso auch noch. Ja, meine Lieben, und damit habe ich wieder mal zwei Wünsche an euch. Der erste wäre, bleibt gesund. Der zweite ist, bleibt mir treu. Denn ihr wisst, dann tue ich das mit Sicherheit auch. Also, bis bald mal wieder. Tschüss, eure Lilo.